Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gladius, der zweiten heutigen Folge. Vorher kam eine verkürzte Folge Let's Play Dragon Age Origins und später kommt für euch noch das Let's Rank. Ja, beim letzten Mal bei Gladius hatten wir eine relativ gute Folge. Wir haben 3 Kämpfe gewonnen in dem Turnier Das Wird bei Modaris Hort. Und unsere gute Ishii hatte ein Level Up. Mehr war es nicht, aber es waren gute Kämpfe. Teilweise ein bisschen knapp, aber haben wir alle gut hinbekommen. Und heute wollen wir genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Nämlich beim Das Wird. Denn wir haben hier noch 3 Kämpfe vor uns. Mit etwas Glück kriegen wir die ja heute hin. Also wir machen jetzt weiter mit der Prügelei 3. 3 gegen 3 für 100 Dinare. Schauen wir gleich mal rein. Das hat beim letzten Mal, wie gesagt, gut geklappt. Mal sehen, wie es diesmal klappt. Ah, hier ist sogar ein Stufe 5 Satyr dabei. Meister der Lichtung, Stufe 5 Satyr Derby. Und die Stufe 4 Wölfe Selena und Hector. Okay, wir nehmen Stufe 5 Buri, Stufe 5 Ishii. Und als letztes, ja, würde ich sagen, unsere Stufe 4 Satyr, bei dem würde ich halt gerne jetzt leveln. Der war beim letzten Part auch mal im Einsatz, da war er leider nicht so gut. Wahrscheinlich, weil ich ihn halt vorgeschickt habe. Ganz hierhin kommt Buri, daneben kommt Ishii und der Laertes geht mal hier eins weiter hinter. Diesmal werde ich den nämlich höchstens einsetzen für Freudentanz oder solche Sachen. Oder halt Publikumsliebling, aber halt nicht unbedingt gegen unsere Gegner, wenn es sein muss. Weil es beim letzten Mal sehr schnell down gegangen ist. Okay, mal schauen, ob die Rechnung auch aufgeht, denn unsere Feinde haben ja auch einen Satyren. Aber wir werden mal sehen. Auf jeden Fall beginnt der feindliche Satyr der Derby und der macht gleich mal Publikumsliebling. Das wollte ich auch gerade machen. Und wir können es auch gleich machen, denn danach sind wir dran. Oder machen wir das andere? Ich glaube, ich fange an mit Freudentanz tatsächlich, weil Freudentanz bufft ja unsere beiden anderen. Was war denn das? Wenn wir nur kurz schauen. Die Initiative wird verbessert, das heißt, sie sind öfter dran. Freudentanz! Außerdem sieht ja lustig aus. So, Initiative Plus und dann darf Ishii gleich mal anfangen. Ich würde sagen mit einem Biss. Und zwar gegen die Selena. Gleich mal Wolf gegen Wolf. Dann ist Hector dran, der greift Ishii jetzt an. Ebenfalls mit einem Biss. Und die Selena macht einen Schnappen, 9 Schaden. Und dann ist Buri dran. Buri darf gleich mal mit der Attacke den feindlichen Satyren ausschalten. Den will ich nämlich möglichst schnell loswerden, damit sie eben keinen Buff mehr kriegen. Er griff ebenfalls Ishii an mit 6 Schaden. Ishii hat ja auch einiges aus. So, lieber Laertes. Dann machst du jetzt weiter mit dem Freundtanz. Könnt ihr hier nochmal machen, aber nur bei ihr. Ja, nur bei unserem Buri, das braucht's nicht. Dann machst du jetzt Publikumsliebling. Wie gesagt, ich halte ihn jetzt mal so lange wie möglich aus dem Kampf raus, weil Boni sind halt doch praktisch. Die wollen wir uns gönnen. 9 Schaden bei Ishii wegen einem Biss. Ishii ist wieder dran, sie macht auf jeden Fall einen Kombi-Angriff. Gegen, wisst ihr was, ich nehme jetzt den Derby hier. Ich weiß, sie hat bei ihr angefangen. Leider nur ein Treffer, aber er ist auf Gelb. Macht aber einen Gegenangriff Spott. Initiative Minus, Menge Plus. Greift aber sonst nicht an. Bringt ihm also nicht viel. Ja, okay. Ich glaube, wir brauchen hier gar keinen Kombi-Angriff von Buri. Ich nehme hier mal einen Biss. Müsste reichen. Ja, das haut den Satyr um. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch die beiden Wölfe als Gegner und sie haben keine Erhöhung mehr ihrer Publikumsgunst. Also außer die normale halt natürlich. Das ist doch schon mal ein schöner Start. Wir sind wieder dran und machen Publikumsliebling. Genau, Laertes will heute im Rampenlicht stehen, nämlich. Hat es geklappt? Ja, hat es. Damit sind wir ganz oben bei der Publikumsgunst. Gibt es halt Boni, deswegen mache ich das.
Knappen 6 Schaden, aber ich schieße noch gut mit Leben dabei. So, jetzt Kombi-Angriff geht nicht, deswegen machst du ja normale Schnappen. Jetzt mache ich mit der Selena wieder weiter, weil die ist ja schon anverwundet. Das waren 12 Schaden, das war nicht schlecht. Buri darf das auch gleich machen mit einer Attacke. Jetzt habt ihr nämlich euren passiven Satyren nicht mehr. Wir sind ganz oben mit der Publikumskunst. Verlieren wir ihn zwar gleich wieder, aber ist nicht schlimm. Bringt uns einfach was. So, da wir jetzt nicht mehr angreifen können, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, also nicht mehr erhöhen können, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mit Layard das anzugreifen. Laufangriff auf den Hector. Weil sonst würde er nichts machen, das wäre doof. Und ja, Kombiangriff von Ishii. Und das waren 3 Treffer, damit ist die feindliche Wölfin auf Gelb, die Selena. Das war sehr gut. Und ja, sie greift weiter Ishii an. Hat 9 Schaden gemacht, Buri ist dran. Ist die gegen Erde empfindlich? Nein, ist geschützt. Ist er gegen Erde geschützt? Ja. Also hier können wir unsere Erdverbundenheitsfähigkeit nicht benutzen. Na gut, Kombi-Angriff. Oder reicht ein Biss? Vielleicht reicht sogar ein Biss. Wir probieren den Biss aus. Das hat gereicht. Sehr schön. Dann ist jetzt nur noch ein Wolf übrig. Das ist gut. Und jetzt ist der Tür wieder dran. Er macht diesmal auf jeden Fall einen besseren Job als beim letzten Mal. Ich würde sagen, diesmal macht er Krugschlag. Geht das? Hä? Wieso nicht? Wieso geht das nicht? Er kann ihn ja angreifen, so ist es nicht. Okay, wie viel macht der vergängliche Atem? Der macht kaum was. Ja. Wieso kann ich nicht mit Krugschlag angreifen? Er könnte ihn nur mit vergänglichen Atem angreifen, aber es macht halt kaum Schaden. Ich glaube, da nehme ich den Laufangriff tatsächlich, weil der macht ein bisschen mehr Damage. Ja, er hat halt nur einen Dolch. Deswegen, der macht halt kaum Damage. Wird jetzt angegriffen mit einem Biss, 14 Schaden. Jetzt soll natürlich den Hector schnellstmöglich ausschalten. So, Hector, ein Biss von Ishii, 15 Schaden. Und dann kann Buri auch wieder ran mit einer Attacke. Von hinten. Pam, damit ist Hector auf Gelb. Das hat ihm gerade sehr weh. Sollten wir in der Tasche haben, das hier. So, lieber Laertes Laufangriff. Daneben. Ist aber fast schon egal. Wir brauchen halt Publikumsliebling nicht mehr, deswegen. Ich schien noch einen Schnappen. Damit 15 Schaden und dann ist Buri wieder dran. Hector darf auch nochmal. Aber er trifft Buri nicht. Er hat nämlich Buri angegriffen. Okay, Buri, Kombi-Angriff. Oder reicht ein Biss? Nein, diesmal Kombi-Angriff. Dann könnte der Hector erledigt sein. Dann hätten wir den ersten Kampf gewonnen. Na, nicht ganz. Aber der ist auch froh, der hat 2 Treffer abbekommen. Wir dürften trotzdem gewinnen. So, lieber Satyr, ein letzter Laufangriff. Danach hast du keine Punkte mehr, aber vielleicht kannst du ihn umhauen. Ja, er hat ihn umgehauen. Oder? Nein, doch nicht, doch nicht. Er hat ihn aber fast umgehauen. Also diesmal war das natürlich sinnvoller als beim letzten Mal. So, ich beende es, einschnappen. Und dann haben wir einen weiteren Kampf siegreich beendet. Aber die haben halt auch nur einen Strich, die Kämpfe hier. Die sind halt nicht so mega schwer. Also jetzt gerade bei Laird ist deutlich sinnvoller als beim letzten Part. Dann darf man ihm halt nicht sofort in die Schlacht gehen. Das ist halt nicht klug. 44 Nahre bekommen für den bemerkenswerten Mut und die ausreichende Tapferkeit. Laertes hat 4312 Erfahrungen, Ishii 6183, alle anderen 76. Okay, dann kommt gleich die seltsame Prügelei 4. Aber bevor wir mit der weitermachen... Ah, jetzt können wir auch wieder hier die Nacht der Toten machen, aber wie bei Horn des Nordens lasse ich erstmal weg, weil es halt ein Wellenkampf ist. Der ist, glaube ich, einfach noch zu schwer. Wir speichern auf jeden Fall, damit wir einen Kampf gewonnen haben. Und ja, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Das heißt, wir machen gleich beim Wirt weiter. Würde ich gerne heute fertig kriegen, die Liga. Wäre ganz cool. Nach der Toten lasse ich jetzt weg. Ich weiß, dass wir sie jetzt könnten, aber
Ich glaube halt schlicht und einfach, dass wir dann zu lange brauchen und ich weiß nicht, ob wir so einen Wellenkampf schaffen würden. Deswegen mache ich beim Wirt weiter mit der seltsamen Prügelei 4. Wieder 3 gegen 3 für 100 Dinare Gebühr. Mal sehen, Meister Lichtung 3 Stufe 5 war. Zwei Satyren, der Derby und der Feral und die Bären-Thea. Ah ja, also es wird hier schon kniffliger langsam. Ja, Buri-Ski auf jeden Fall. Ja, hier weiß ich jetzt nicht, ob ich unseren Satyr reinnehmen soll. Ich glaube, hier nehme ich jetzt Nock, da die alle drei Level 5 sind. Das war ja gerade nicht der Fall, aber jetzt schon. Da nehme ich jetzt Nock mit rein. Okay, Buri hierhin, Ishii hierhin und Nock hierhin. Los geht's. Das sind natürlich jetzt sind wir natürlich auf gleichem Level. Das war bei dem letzten Part nicht und vorher auch nicht, zumindest nicht komplett. Ja, mal sehen, jetzt könnte es spannend werden, weil hier sind zwei Satyren, die können beide halt Werte hochsetzen. Unser Satyr wäre hier, glaube ich, zu schwach gewesen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht reingenommen. Aber es ist schön, dass er den Kampf vorher überlebt hatte. Beginn tut der Feral, mit Publikumsliebling natürlich, was auch sonst. Hat auch geklappt. Und dann Derby, der läuft hin. Bei uns geht's mit Ishii los. Ishii würde ich sagen, geht geradeaus. Dann Buri, der geht hier hin. Und dann kommt die Thea. Die greift gleich mal Buri an mit einer Attacke. 20 Schaden. Das tat durchaus weh. Ja, gut, das Nock geben im Laufangriff schon was. Da geht noch nichts. Okay, dann läufst du hierhin erstmal. Feral macht wieder Publikumsliebling. Ich glaube, das Problematischste hier ist die Thea, die Bären. Weil wir wissen ja, Bären sind nicht leicht klein zu kriegen. Der Derby greift jetzt dem Snog an mit 10 Schaden. Sowas habe ich schon erwartet. Okay. Einen Biss von Ishii, den mache ich jetzt mal bewusst auf den Derby und nicht auf die Thea. Ich würde nämlich gerne einen der beiden Satyren schnell ausschalten, deswegen. So, und der gute Buri darf Kombi-Angriff auf die Thea machen, der darf sich mit ihr befassen. Und das waren drei Treffer. Keine hohen Schadenswerte, aber immerhin drei Treffer. Freue ich mich immer drüber. Derby macht Publikumsliebling. Wir müssen halt die schnell ausschalten, weil die ja eben ihr Team mit den Buffs durch Publikumsbegeisterung halt versorgen. Und da kommt noch ein Publikumsliebling hinterher. Da dürften die jetzt komplett oben stehen. Ja. Und damit haben sie halt kritischen Schaden und so erhöht. Okay, guter Snock, du darfst einen Tritt machen. Gegen den Derby. Pam, ich finde diesen Tritt immer noch geil. So vom Aussehen. 30 Schaden und der Thea greift Ishii an, verfehlt Ishii aber. Okay, habe ich kein Problem mit. Feral geht jetzt runter. Derby greift mit Laufangriff Snock an, 8 Schaden. Okay, einmal Attacke, aber auf wen? Wir könnten jetzt Thea weiter beschäftigen. Ich glaube, der gute Buri beschäftigt sich mit dem Feral. Da Feral eh jetzt hergekommen ist, warum eigentlich nicht? Die halten ja nicht so viel aus. Und Ishii geht weiter auf den Derby mit einem Kombi-Angriff. Wie gesagt, die will ich schnell loswerden. Der ist jetzt auf Rot vielleicht? Nein, unteren Gelbbereich, aber das tat ihm gerade sehr weh. Klar, die Bären ist gefährlich. Und Schaden jetzt gerade. Die ist gefährlich, aber diese Türen sind, glaube ich, gefährlicher. Und da wird Snock nochmal angegriffen, von hinten, von dem anderen Satyren. Also er hat jetzt gerade wohl komplett ignoriert. Jetzt wird er von beiden Seiten von den Satyren verprügelt. Das gefällt mir natürlich nicht. So, Snock, nochmal einen Tritt bitte. Gegen die Derby. Leider daneben. Gegen den Derby natürlich, ist ein männlicher. Gegenangriff Spott. Was bringt das denn? Außer, also wir kriegen anscheinend Publikumsge- und Freudentanz. Wir kriegen anscheinend Publikumskunst abgezogen und die dazugerechnet, wenn ich das richtig sehe. Nochmal Freudentanz. Damit sie öfter angreifen können. Thea greift jetzt auch Snock an. Es ist noch nicht zu Ende. Leider steht Snock gerade nicht gut. Gefällt mir nicht. Lass Snock in Ruhe.
So, Buri, nochmal Attacke und zwar nochmal auf den Pharaoh, bitte. Mag ich gar nicht, wenn ihr Snog so verprügelt. Der ist jetzt auf unteren Gelbbereich. Und Ishir reicht ein Biss. Ein Biss reicht nicht. Dann schnappst du normal, damit du im nächsten Zug den Kombiangriff machen kannst. Leider kein Schaden, denn da blieb ich aus. Gegenangriff wieder mal. Spott. Ja, wir kriegen dadurch Prügelungskunst abgezogen. Snog ist jetzt auf Rot. Das ist schlecht. Das Lachen würde ich noch vergehen, Satyren. Ja, und damit ist er erledigt. Sehr schade. Dafür werdet ihr bezahlen, Bastarde. Der griff jetzt gerade Shian, macht aber... Ja, 19 Schaden war nicht so wenig, aber... Naja. Derby greift auch Shian. 13 Schaden. Jetzt müssen wir diese Tür echt ausschalten. Wie könnt ihr es wagen, meinen armen Monkerschamaten zu töten? Kombi-Angriff gegen den Derby. Dafür werdet ihr bezahlen. Er ist noch nicht tot, aber fast tot. Und er macht wieder Gegenangriff. Der Gegenangriff nervt ein bisschen, muss ich sagen. Weil es zieht, wie gesagt, uns Publikumslieblingskunst ab. Der klaut uns die Boni damit. Ja, ich meine, Buri ist noch recht gut dabei. Schießt ja auch nicht so schwach, aber trotzdem. Ja, Buri, du machst einen Biss. Leider daneben. Schade. Das war übrigens schlecht. Tier greift die Schieren. Die Ski ist halt noch auf grün, aber wohl nicht mehr lange, wenn es so weitergeht. Ah, das nervt mich hier gerade. Das läuft hier gerade nicht so gut. Ja, und damit ist sie auf gelb, wegen dem Satyren. Grrr. Vergängliche Atem von Pharaoh. 3 Schaden. Ja gut, das tat kaum weh. Die Thea ist halt die gefährlichste. Die bringt... Ishi fast... Also, die bringt sie in den unteren gelben Bereich, die Wölfin. Und ein Schlagen. Ich wäre gern mal wieder dran, muss ich sagen. Pharaoh greift nochmal Buri an. Das stört gerade. Ich bin gar nicht mehr dran. Ja, liebe Ishi, einschnappen. Dann ist der Derby erledigt. So, hat sich ausgelacht. Grrr. Und Buri, du darfst nochmal einen Biss machen gegen den Pharaoh. Der weicht leider aus. Der lacht leider noch ganz fleißig. Und macht Publikumsliebling. Ja gut, damit kann er zumindest nicht angreifen, aber... Das zieht sich hier gerade, das stört mich. Und damit hat Publikumskunst wieder ganz oben. So, Tia macht einen Schlag. Dem weicht die Schieke sehr gut aus. Ja, Buri, nochmal versuchen, bis... Endlich! So, die Satyren sind erledigt. Jetzt ist die Thea dran. Die ist auch verwundbar gegen Erdverbundenheit. Das sie macht die gute Ishii gleich mehr Erdverbundenheitsangriff 2. Jetzt ergeht's der schlecht der Bären. Jetzt habt ihr genug zu lachen gehabt. Ein Schlag, wieder weicht Ishii aus. Ja, Wölfe können ja sehr gut ausweichen, das wissen wir aus der Vergangenheit. Ja, Buri, du darfst auch noch mal verbunden als Angriff machen. Wenn wir die Punkte haben. Ist zwar ein bisschen gemein, aber... Die haben uns jetzt auch gerade ganz schön genervt. Ich schieße ja dran. Ein Kombi-Angriff. Mit 2 Treffern zumindest. Damit ist die Bärin auf gelb. Einmal ist sie ausgewichen. Und sie macht einen Schlag und haut damit die tapfere Ski um. Das war schlecht. Okay, Buri, bring's zu Ende. Ein Kombi-Angriff. Wir hatten ja beim letzten Part schon Buri gegen Thea. 1 gegen 1. Und das ist diesmal auch so, wie man sieht. Aber das sieht sehr gut aus, weil Buri ist halt noch sehr fit. Und sie ist auf unteren Gelbbereich. Ich denke, das können wir machen. So, schnappen. Obwohl, Erdverbundenheitsangriff nochmal. Pam, damit ist sie auf Rot. Das sollten wir hinkriegen. Aber beim Snog fand ich schon gerade nicht so lustig, muss ich sagen. Kombiangriff traf aber nur einer mit 6 Schaden. Kein Problem. So, Kombiangriff können wir auch zurückmachen. Das kriegt sie sofort zurück. Nur, dass wir 3-mal treffen. Jetzt ist Thea fast erledigt. Das haben wir gewonnen. Sie darf halt nochmal angreifen. Trifft aber mit ihrem Biss Buri nicht.
Und dann kannst Bori mit einem Schnappen beenden. Yes! Und damit ist ein weiterer Sieg für uns errungen. Hat sich halt jetzt gerade ein bisschen lang gezogen hier, aber das Gute ist, dass wir jetzt beim Wirt beim letzten Kampf sind und die Liga erfolgreich natürlich haben und damit zwei Pokale haben. Und damit ist auch das Turnier hier freigeschaltet. 455 Jahre bekommen, 1050 durch die Preise, außerdem ein Kettenhalsband, ein Soldatenskalb, ein Eulenschnabel und ein Fläschchen. Das schauen wir uns aber erst später an. Und zwei Pokale. 96 Erfahrung aller anderen, Snog und Buri natürlich nix, Ishii 6503 Erfahrung. Okay. Wie gesagt, jetzt könnten wir das Turnier machen. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht, sondern wir speichern nochmal. Haben wir denn noch Zeit? Wir haben noch 10 Minuten. Cool, dann können wir den letzten Kampf gleich noch probieren. Und ja, wegen der Ausrüstung verteilen, das machen wir, wenn wir die Liga komplett fertig haben, würde ich vorschlagen. Wie gesagt, nach der Toten lasse ich fürs Erste links liegen. Das machen wir wann anders. So, das wird eigenartige Rechnung. Fliegt dem Feind in der vergangenen Zeit mehr Schaden zu, als er uns zufügt. 3 gegen 3 für 100 Dinare. Okay, wir haben halt jetzt hier keine Gene. Sollten wir bedenken, weil Menschen gehen hier ja nicht. Oh, 3 Satyren, Meister der Lichtung, der Derby, der Blaine und der Feral, alle auf Gelb. Ja gut, das sind keine großen Schadensmacher. Ich nehme Buri, ich nehme Ishii, ich nehme Snog. War ja ein Satyr gegen 3 Satyren, da brauchen wir den Satyr nicht. So, Buri nach vorne. Ishii daneben und Snog natürlich auch. Los geht's. 3 Satyren. Das könnte jetzt ganz interessant werden. Weil ich meine, die machen nicht unbedingt viel Schaden, aber ne, wegen ihrem Publikumslieblingen und so. Können halt oft angreifen und können halt auch mit Krugschlag betäuben. Dürfen wir nicht vergessen. Also wir sollten sie nicht unterschätzen, die 3 Satyren. Ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt noch schaffen. Natürlich fangen sie auch an, der Derby geht gleich los. Der Blaine macht Publikumsliebling. Wir wissen, wir können hier kein Leben verlieren und sie auch nicht. Wir müssen halt nur möglichst mehr Schaden machen als sie hier. Und der Feral geht auch nach vorne. Okay, los geht's mit Ishii. Kann sie ihn gleich angreifen? Nein, kann sie nicht. Schnappen. Geht nicht, dann los. Läufst du ein bisschen, Buri läuft auch ein bisschen oder gibt eine Attacke was? Nee. Das wäre auch zu assig gewesen, glaube ich. Ja, der gute Mongra-Schamane, der kann gleich mit dem Laufangriff angreifen. Das macht er. Damit machen wir nämlich die ersten 23 Punkte für unser Team. 23 zu 0. So, Derby schlägt mit einem Krugschlag zurück, macht 27 Punkte. 23 zu 27 und ja, unser guter Snog ist erstmal ausgeschaltet. Publikumsliebling. Wäre natürlich nicht gut, dass es noch gleich ausgeschaltet ist und auch nicht, dass sie gleich vorne liegen. Und der Feral greift auch noch an. Mit 30 Schaden. 23 zu 47. Das ist einholbar, aber dieser Türen, wie gesagt, die machen schon viel zu viel Schaden hier. Ja, ich hier. Darf gleich loslegen mit einem Biss. Ich würde sagen, du nimmst den hier. Denn zu ihm kann auch Buri eventuell. Gehen wir ganz zum Feral. Ist ja egal, wen wir angreifen. 12 Punkte für uns, jetzt steht es 35 zu 57. Die Satyren dürfen halt so oft angreifen. Da kommt der Freudentanz, ja gut, der gibt ihnen keine Punkte, der macht neue Initiative höher. Und Buri ist dran, eine Attacke, genau auf den hier. Sonst hätten wir den mit Ishii nämlich blockiert. Pam. Ach, daneben. Buri, mach doch sowas nicht. Das gab uns leider auch keine Punkte, es war schlecht. Und ein Gegenangriff, Spott. Sollte aber momentan noch nichts bringen, nein. Der macht auch Freudentanz. Ja, Freudentanz gibt ihnen, wie gesagt, keine Punkte. Das gibt uns Zeit aufzuholen. Und Blaine kommt runter, aber der kann noch nichts machen. Feral, Publikumsliebling, gibt ihnen wieder keine Punkte, nur Boni. Durch die Gunst. Ich meine, wir haben noch knapp unter 2 Minuten. Wir können das noch aufholen.
Aber Bui darf halt nicht mehr verfehlen. Und wäre schön, wenn Snogbite wieder fit wäre. Derby Freudentanz. Ich würde gerne mal wieder angreifen. Und Blaine greift Snog an. Gibt seinem Team 20 Schadenpunkte. 35 zu 77. Jetzt sollten wir echt punkten hier. Okay, Buri. Kombinationsangriff. Los jetzt. 13 Punkte. Das ist zu wenig, Buri. Wir müssen öfter treffen. Jetzt haben wir 48. Zu 77. Die machen Gegenangriffe. Damit machen sie halt keine Punkte. Das Problem ist, sie verschwenden Zeit. Ich glaube, die wollen auch auf Zeit spielen. Feral greift Buri an. 32 Punkte. Wieso sind diese Türen gerade so stark? 48 zu 109. Jetzt haben wir langsam ein Problem. Okay, ein Biss von Ishii. Da greife ich jetzt den Blaine an. Ach, daneben. Ach, komm schon. Wieso kacken wir hier denn gerade so ab? Und wie lange ist eigentlich Snog K.O.? Ja, Snog wurde gerade angegriffen. Das waren nur 5 Punkte, aber trotzdem, die sind über 100. Oh, komm schon, Snog, komm mal wieder auf die Füße, bitte. Das waren 8 Punkte. Jetzt steht es 48 zu 122. Wir haben noch knapp eine Minute 11. Aber die prügeln halt die ganze Zeit ein. 48 zu 138. Oh, nochmal 12 Punkte. Mann, wir haben doch nur noch knapp eine Minute. Jetzt haben die über 100 Punkte mehr als wir. Snog ist wieder fit. Danke, Snog. Ja, einen Tritt bitte. Pam. 20 Punkte für uns. Aber wir müssen jetzt ordentlich aufholen. 68 zu 150. Wir haben ja noch knapp 100 Punkte über uns. Und da kommen 8 Punkte nochmal mehr dazu. Ach, kommt schon, lasst mich angreifen. Da griff er einmal an mit 7. Jetzt sind es wieder knapp 100, die wir aufholen müssen. Ishii, Kombi-Angriff, das muss jetzt sitzen. Das war gut, das waren 3 Treffer. Ich glaube nicht, dass das unschaffbar ist. Ich glaube, das ist machbar. 113 zu 165. Wir haben noch Zeit, wir können die schlagen. Aber diese Türen sind gerade obernervig. So, ja, auch nochmal ein Kombi-Angriff. Buri, wirklich mal ins Reihen. 3 Treffer. Jetzt läuft's einigermaßen. Das Grad war nicht so gut. Ja, 63 zu 165. Jetzt sind wir nur noch 2 Punkte hinten. Da haben wir jetzt gerade ordentlich aufgeholt. Jetzt sind halt diese Türen wieder dran. Vergänglicher Atem. 7 Schaden, also 14 insgesamt. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Sie stehen bei 179 Punkten und wir bei 163. Wir können die einholen. Freudentanz. Gibt ihnen keine Punkte. Stört mich also nicht. Derby macht ebenfalls Freudentanz. Ja, die wollen, wie gesagt, ich glaube, die wollen Zeit schinden. Und Feral. Feuer vom Mutnetzangriff. Oh je, aua. Das tat weh. 27 Punkte. 206 zu 163. Noch 13 Sekunden. Ach, kommt schon, lasst mich angreifen. Nochmal 16 Punkte dazu. Zum Kotzen mit den Satyren. Snog ist dran. Ja, Snog macht jetzt Verbundenheit. Ich würde sagen... was würde er Wasser? Ist irgendjemand gegen Wasser geschützt? Derby nicht. Blaine schon, Derby nicht. Wasserverbundenheit oder Frostattacke? Oder ich nehme die Pilzattacke. Die trifft nämlich beide. Pilzattacke. Wir haben nämlich nur noch 6 Sekunden. Los, Snog. 19 und 15 Punkte. Leider ist es damit vorbei. Und wir haben verloren. 197 haben wir, aber die haben 222. Wir haben noch eine Sekunde. Ja, Meisterrichtung gewinnt. Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht. Na, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Wir müssen leider jetzt auch aufhören. Wir hätten das gewinnen können... Aber leider haben dieser Türen auf Zeit gespielt. Hätten dieser Tür nicht so oft angegriffen und Freudentanz und bla gemacht, wir hätten die schlagen können. Ja gut, wir müssen nur nicht speichern. Wir haben trotzdem 2 Kämpfe gewonnen. Ich bin jetzt nicht so unzufrieden. Ich gehe ins Hauptmenü. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schade halt, dass wir jetzt die Liga nicht komplett fertig machen konnten. Aber wie gesagt, wir haben trotzdem 2 Kämpfe gewonnen. Und einiges an Erfahrungen und Sachen wieder gemacht.
Also ich bin nicht so unzufrieden, aber dieser Turn jetzt am Ende, das war halt jetzt irgendwie schon beschissen. Weil wir konnten da gerade in meinen Augen nicht wirklich was tun. Naja, ich würde mich freuen, wenn ihr später zum Let's Rank noch dabei seid und dann morgen wieder, morgen halt nur zu 2 Folgen. Bis dahin, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl.